Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Cars. Wir befinden uns in Deutschland, Hockenheim, die Grand Prix-Variante, zusammen mit Gerd, Nick, Andi und der Lumpi. Juhu! Hallo! So, Qualifying ist angesagt, wenn meine Box... Ne, die will jetzt gerade nicht, ist egal. So, gucken wir mal. Go! So, ich habe Mario Brandt vor der Nase. Und jetzt Stefan... Ich habe das Mario vor mir. Ich habe jetzt Stefan Nülle. Was? Null. Der hat eine Nulle. Jo. Ah ja. Ja dann. Ich habe die Idee für dieses Rennwochenende. Ja, was denn? Wir bremsen Nick aus. Weiß nicht, wie gut die Idee ist. Ich hab nur das Gefühl, dass Nick das nicht so gut findet. Also dadurch, dass ich ja immer Kampflinie fahre, boah, passt das. Ja, ja, klar. Ja, ramm mich, du Idiot, danke. Mein Gott, fahr doch noch ein bisschen langsamer, wenn's da geht. Da war ein Stefan Noel, der ausbremsen wollte. Und da vorne fährt, glaube ich, ein Andi. Könnte sein. In so einem schicken Orange. Ja, Mann. Ich hätte ja gerne Pink, aber... War wohl nichts mit Pink, wa? Ne. Lumpi hätte dann auch die Telekom-Werbung. Ja. Ja, definitiv hätte der die. Alter, was ist denn hier los? Ach, ein Gerd. Ja, ich bremse ein Gerd. Okay. Planänderung. Ja? Ja. Denn? Alle vorbeilassen, ganz hinten fahren, um freie Strecke zu haben. Oh, ich hab einen Andi vor mir! Weil jetzt bin ich, jetzt gerade habe ich mich gedreht und ich bin mitten im Pulk, das bringt nichts. Ja, das da fährt mir ein Mario in meinen Heck! Bando! Da fährt Andi vorbei, da fährt Mario vorbei, da fährt Dumpi vorbei. Gerd kommt auch noch vorbei. Geh weg mit deinem Scheiß Bimbe. Da stehst du. Ja, ich warte jetzt hier schon mal. So! Entschuldigung, Andi! Andi! Ja! Weg hier! Ich fahr nicht Vollgas. Wacht jetzt, bis die alle schön so, ja, vorbei kommen sind. Die letzten. Ich mach Hardcorer fahren. So. Ach komm, kuscheln im Pool, hat aber. Verpiss dich mit deinem Auto. Mir fehlt dir nur eine Hupe. Ja, die fehlt tatsächlich. Nicht Hupe, Blinker links. Ja, genau. In jeder Kurve blinken. Ah, innen ausbremsen, du Sau. So. Rum hier. Oh, ich hab einen Andi und einen Lumpi hinter mir. Ja, wir kuscheln gerade ein bisschen. Fällt überhaupt nicht auf. Nein. Oh, Alter. Ja, steht mir auf. Ich finde das schön, ich sehe da den ganzen Pulk, keiner kann gute Zeiten fahren, ich hier hinten ganz alleine, kann schon heizen. Heizen! Ich heiz gleich in der nächsten Runde erst. Ja, ich bin jetzt schon gut dabei. Ja, komm raus aus dem Gras, ey. Komm, lass mich doch innen! Lass mich doch innen vorbei, du Barrett-Brett, du! Brett? Nee, da Barrett, ist, nämlich, Barrett ist erst heute Abend, Mario. Ja. Dann. Mann! Geh doch weg da! Mist, damit ist sie ungültig, die Zeit. Ah, nee. Meine war ungültig. Meine auch. Jetzt geht's los hier! Jetzt wird geheizt. So. Jetzt habe ich den hinter mir gelassen, jetzt habe ich freie Bahn nach vorne, endlich. Heizen ist gut, ich habe schon die nächste Nase vor mir, doch. Ja, ich habe sie auch wieder hier vor mir. Oh. Mach dich weg mit deinem komischen Auto! Verpiss dich! Boah, Junge, Windschatten! Boah. Nein, ein Mario! Wie ein Brett! Ah! Ich würde sagen, der hat immer ein Brett vor dem Kopf. Der war zu weit raus, Mist. Das war ich aber nicht schuld. Nee, nee. So, ich denke, ein Andi vor mir und ein Mario da vorne.
Nein, aber zu spät! Juhu! Nicht schlimm, ich komm wieder! Ja, das ist tatsächlich eine Drohung. Da ist er schon wieder, ja. Schubsenderweise. Wer schubst? Keiner. Ich hab nichts gemerkt. Das merkt der nie, wenn der schubst. Ja, ich höre auch nur das, was ich hören will. Da war ein bisschen weit außen. Mein Gott, willst du stehen bleiben auf der Strecke oder was? Ja. Ja, jetzt drehe ich mich, weil der Penner so arschlangsam fährt. Kann auch nicht sein. Und ich meine Linie komplett verziehen muss. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich habe da eine schöne Ecke für ein Picknick entdeckt. Da halte ich gleich an. Ach so, ja. Zweiter! Ja, ich lasse die auch nochmal alle fahren. Ja, nicht Zweiter! Vierter! Ah, Dritter! Was seid ihr denn gefahren? Lumpi, du Affe! Nur 1,45. Ey, Lumpi! So ein Kack, die Runde ist schon wieder tot. Mann! Ich lasse den Lumpi jetzt einfach mal fahren, ne? So, und dann holen wir uns jetzt mal den Mario da vorne. Alter, ist der Sektor scheiße! Ja, den Sektor habe ich gerade auch versorgt. Ui! Wer fährt mir denn da in die Kiste? Also wir üben jetzt schon mal den Dreikampf, Mario, Lumpi und ich. Scheiße! Lumpi, das war zu früh. Ja, ich weiß. War zu lange auf der Bremse. Ja. So. Langsam kriege ich ein Gefühl dafür. Ich schenke dir Lumpi voll am Arsch. Hallo? Jetzt habe ich hier natürlich das Problem, dass ich den ganze Pack hier wieder vor mir habe. Ja, was glaubst du, warum ich abgewartet habe? Danke! Ich wollte noch vorbei und habe den dann doch touchiert. Das ist, wenn man zu viel will. Hat er touchiert oder hat er geschubst? Hat geschubst. Schubsen. Ja, weil Andi versteht da immer den Unterschied nicht. Doch. Schubsen ist, wenn Andi was passiert. Ansonsten touchieren. Ach so. Oh. Mist, ey, jetzt habe ich mir die Runde wieder verhauen. Ah, komm, nochmal ein bisschen langsamer, nochmal eine neue versuchen. Ah, komm, der Sektor war da ordentlich. Bin zwar schon mit Abstand der Erste, aber... Du brauchst so 10, 15 Sekunden Rückstand auf den, der vor dir fährt. Ja. Dann kannst du eine flüssige Runde fahren. Ja, ich habe genug Abstand. Das sieht dann am Ende immer gerade so aus, so wie ich hier fahre. Das war zu lange auf der Bremse. Wow. Aber Platz 3 im Kopfgefreien, was will ich mehr? Platz 2. Ja. Gibt das nicht. Und den ersten kriegst du sowieso, ne? Der bist du ja wieder, ne? Ja. Noch nicht. Ja doch. Nein. Ja doch. Du bist der Letzte, der mich da einholen könnte. Das wenn ist mutig. Wenn er noch eher Lumpi. Lumpi fährt ganz ordentlich dafür, dass er das Spiel noch nicht lange hat. Shocking Moment. Ja, erster. Was? Er Lumpi Gran Turismo Fahrer, ne? Das merkst du halt. Ja. Scheiße. Ich muss eh in die Box. Danke. Ich hab wieder diesen komischen Spinner vor mir. Ja, Dritter. Du Sack. Scheiße, ey. Jetzt zeigt mir die Tankanzeige an, dass ich tanken muss. Verdammt, ey. Und die Runde ist eigentlich jetzt ganz gut angefangen. Will ich hinter mir lassen? Boah, ist das irritierend. So viele Fehler gemacht diese Runde. Mein Gott.
Jetzt steht der mir ja auch noch für die letzten zwei Kurven im Weg, oder was? Nee, den muss ich vorbeilassen, das geht nicht. Oh Junge, jetzt machen wir nicht hinten noch. 1,39,8. Was? Ja, what the fuck, Alter? Ja. Hast du alle Kontrollen an, oder? Nö, alles aus. Aus. Dann möchte ich nicht wissen, was du für Zeit fährst, wenn du die alle an hast. Ich weiß es schon gar nicht mehr, es ist länger, dass ich gefahren bin. Weniger, weil ich hab sie alle an und du kommst ja nicht über bestimmte Zeiten raus. Hast du denn auch Lenk- und Bremshilfe und so einen Quatsch an? Ja. Ja, okay. Wow! Dann weiß ich nicht, der bremst ja schon relativ früh teilweise dann nicht aus, ne? Bremshilfe kann es natürlich schwierig werden. Oh ja, lass mich in die Box fahren. Ja, geil. Mach ich auch gerade. Ich komm dir hinterher. Ey, wartet mal. Ich will auch. Ja, fahrt ihr mal in die Box, dann habe ich hier meine Ruhe auf der Schaufel. Das ist das Problem. Ja, ich muss auch. 1,4 Liter noch. Ich weiß nicht mal, ob ich ankomme. Autsch. Nebenbei ein paar Salzstangen essen. Aufs Unwetter warten. Dass sich der Blitz beim Scheißen trifft? Mhm. Ja, genau. Boah, die Szene bei TTT war auch geil. Der hat den Mel-Launcher geschossen in dem Moment, wo es gedonnert hat. Ich hab gedacht, mich hätte der Blitz beim Scheißen getroffen. Ja. Fand ich zu geil. Das ist ja auch im Best-of drin. So, bearbeiten. Ja, mach mal ein bisschen weniger. Ne? So, jetzt aber. So. Wo seid ihr jetzt? Fahr gerade auf die Haarnadel zu. Lumpi 1,44,1. Andi 1,44,3. Dann ein bisschen Abstand. Mayo 1,45,6. Ja, ja. Macht die KI weiter mit 1,47,4. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, vor der KI müssen wir, glaube ich, keine Sorge haben im Moment. Nee, die KI ist arschlangsam. Ich glaube, die können wir auch demnächst wieder ein bisschen schwieriger stellen. Also steht auf 70, ne? Ja, weiß ich. Ich fahre Hockenheimer als auf 100. Wobei es dann echt schon knifflig wird, das muss man sagen. Da musst du richtig Feuer geben. Also da habe selbst ich da Schwierigkeiten. Habe ich mich natürlich hab jede gedreht. Runde das Problem, dass ich immer eine Kurve muss ich versauen, dass das dann aus den Zeiten raus bin, dass sie nicht mehr gewürfelt wird. Oh. Hilfe. Was denn? Ja, ich bin gerade ein bisschen Schlangenlinie gefahren. Ja, so, ich so ein bisschen über die Strecke driften und so. Oh. Ich vergesse komplett, dass wir aufnehmen. Ja. Ich bin so auf der Strecke grade, konzentriert, dass ich in die Box wollte. Ah, oh, da oben ist ein Helikopter. Mach dich doch hier! Ein Hubschrapp. Moment. Bremsen. Mann, Drecks-KI. Bremsen, sonst stehen die mir wieder im Weg, dann kann ich keine gute Runde fahren. Ja, jetzt habe ich eine Runde mit 2,35 wegen der Box. Ja, das ist klar. Ich fahre mal mit 50 über die Strecke. Bisschen Zeit ziehen. Sightseeing! Gedanken würde ich mir machen, wenn du dann immer noch Bestzeit fährst mit. Ja. Alter, die KI, die nimmt keine Rücksicht. Zieh rein, du dumme Sau. Heißt die Andi? Ja! Die hat von Andi gelernt. Die haben sich bei Andi was abgeguckt. Nein! Hallo, Lumpi. Hi. Ich fahr rücksichtsvoll. Lass mich vorbei, dankeschön. Hoffen auf die nächste Runde. Schön, dafür, dass er mich vorbeigelassen hat, hat er mir dafür jetzt das Heck gestriffen, der Penner. Ich halte hier schön meinen zweiten Qualifying-Platz her. Ja, zweiter ist doch ganz gut, wenn du das im Rennen auch mitnehmen kannst. Wenn das nicht sogar noch gefährlich wird.
Ja, es kann gut sein, dass ich mich im Rennen hin und wieder drehe. Von daher ist das nicht ausgeschlossen. Muss nur laut werden, dann weißt du Bescheid, dann kannst du angreifen. Wenn Nick laut wird, kannst du Kampflinie fahren. Ja, klar. Kannst du auch einfach vorbeifahren, weil wenn ich laut werde, heißt das, dass ich mich häufiger drehe. Ja, der Nick hat da so ein Fable für. Ich habe ja auch alles ausgeschaltet. Wer kommt da aus der Box? So, die Runde muss ich so beibehalten, dann gehe ich an den Lumpi vorbei. Hoffentlich. Boah, die KI teleportiert sich teilweise bei mir, das ist nicht feierlich. Das habe ich auch im Moment, ja. So ein Blauer ist ganz extrem. Mhm. Ja, geil. 3 KI-Fahrzeuge vor mir, das ist super. Und ein Andi. Ein Andi ist gut. Nee, Andi ist nicht so gut. Nee, ist gar kein Andi. Schuldigkeit, Lumpi. Da war ich was zügig. War gar kein Andi. Sah am Anfang nur so aus, war aber kein Andi. Ist Carolo. Okay. Tschüss, Carolo. Carolo. Ah, Kurve zu hart genommen, ja. Hallo, Carolo. Kannst du dich jetzt mal entscheiden? Nee, irgendwie noch nicht. Ich würde ja gerne mal wissen, was ich für Rundenzeiten fahren, wenn ich nicht eine Kurve hätte, wo ich mal rausfliege. Zweiter. Unglaublich. Ist ja nicht wahr. Lumpi, das geht so nicht. Das kannst du nicht zulassen. Nee, Lumpi, da ich will nicht, dass ran. Der Penner rechts von mir startet. Ja, das ist... Kann ich verstehen. Das ist letztes Mal schon schief gegangen. Richtig. Da ist der Gerd. Ich hab da irgendwie in Lumpi mehr Vertrauen. Kann ich gar nicht verstehen. Nee, okay. Ich auch nicht. Man wird so erstmal nichts. Ich hab einfach zu viel Sprit eingeben. Ui, das ist schlecht. Wie viel Sprit hast du denn? Ich schleppe hier 110 Liter mit mir rum. So, die Runde ist am Arsch. Nicht schlimm. Dann ist kein Wunder, dass Lumpi nicht aus den Füßen kommt. Nee, dann ist die Kiste natürlich extrem viel schwerer. Ja. Also wir fahren ja alle so um die 20 Liter, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich pack da immer 20 Liter rein. So, 1,39, 4. Anni, du wolltest mir doch noch gefährlich werden, oder nicht? Ja, im Rennen. Aua! Du Carolo, verpiesel dich! So. Wenn die Strecke gleich genauso frei bleibt, wäre schön. Bleibt sie ja meistens nicht. Ist es ja. So, jetzt angreif. 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 Der Vogel greift? Ja, ja. Hui. Ah, zu weit raus. Mann, gib Gas! Fahr langsamer! Oh, nee. Fahr Kampflinie! Kamikaze! Oh, das war so eine gute Runde an sich. Mal abgesehen vom ersten Sektor. Ja, erster Sektor hab ich auch wieder verhauen. Dann steht mir da so ein Kermit-Mercedes im Weg. Ein Kermit-Mercedes! Oh, zu spät rein, Mann! Boah, ey, wie fährt der denn? What the... Mann, geh mir aus... Boah, scheiß Aston Martin hier, ey. Geh mir aus der Sonne! Wer fährt denn da vorn? Ich muss jetzt mal Sprit verblasen ohne Ende. Okay, Mist.
Ja, da hast du aber wirklich sehr viel mitgenommen. Du musst gucken, der zeigt dir ja auch die Runden an, wie viele Runden du damit schaffst. Ende, so. Feierabend. Damit das Qualifying. Nick 1, Andy 2, Lumpi 3, das Mario Platz 4. Wir sehen uns beim Rennen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.